Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen angespielten Beaten Path. Ich weiß nicht, warum ich es mir installiert habe, es war auf jeden Fall kein Vorschlag gewesen, es war aber auch nicht kostenpflichtig gewesen. Vielleicht sah es einfach nur geil aus, wer weiß das schon. Wir dürfen ein Held wählen, männlich oder weiblich, weiblich oder männlich. Und wir wählen einfach mal einen aus, den wir auch... das ist aber ein interessantes Menü. Automatisch ausrüsten. Helden aufwerten. Ich habe 100 und ich habe 0 Gold, alles klar. Tagestruhe tilgänglich. Ein bisschen zu laut. Steigert das Gold, das du erhältst, steigert letztlich aber auch den Schaden, den du erleidest. Mehr Münzen plus 12, erlittene Schaden plus 6%, Schaden plus 3,5, Schaden plus 8. Na, das nehmen wir mit auf jeden Fall. Let's go! Der Wald, Leichtschwierigkeit. Let's cool. Am Eingang zu einem düsteren Wald. Wie lange ist das her? 10 Jahre schon? Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Ich hoffe, ich kann mich an den Weg erinnern. Ah, so ähnlich ist es wie Archero. Nice. Doch ein bisschen lauter noch. Ach, ich muss selber schießen. Mhm. Ah, das ist aber interessant. Hier ist der deswegen. Diese Pilzkappen sehen aber unfreundlich aus. Wie gut, dass ich meinen treuen Bogen bei mir habe. Ah ja, wirklich. Oh, das ist aber interessant. Es ist ein deutlich... ich finde, das Spielgefühl ist fluffiger. Okay, dass wir natürlich die Münzen selbst einsammeln müssen, finde ich ungeil. Wir können auf jeden Fall auch selbst... Oh, wir können sogar zu Schwert switchen. Wird dir wahrscheinlich im nächsten Raum zeigen. Hat ein bisschen was von Zelda. Der Pfad ist versperrt. Ich sollte mich darum kümmern. Ach so. Kann man auch damit machen. Hätte es hier kaputt machen? Ne. Wie die Pfeile sogar am Gegner drinstecken, dann ist ja süß. War recht durchgespielt. Der Waldpfad, da haben wir noch was? Ne, doch nicht, da haben wir noch was. Das Gold muss man leider selbst aufsammeln. Das finde ich nicht so schön. Bei Archero war es schöner, dass wir das Geld einfach bekommen haben. Wir mussten nicht sammeln. Hm, sieht aber aus, als würden die etwas... Ich habe das letzte Wort leider nicht lesen können. Okay, wir haben also nicht Max Range, sondern wir müssen hier ran tatsächlich an den Gegner. Wir haben dort... Ja... So, holen wir uns natürlich noch die Kiste. Ist ja klar. Feuerpfeile, Max und hat mehr Pfeile. Mehr Pfeile. Das ist doch wie Archero, ja? Sehr cool. Jetzt haben wir 2 Pfeile. Sind wir hier unten? Schießen wir gleichzeitig mal 2 Pfeile. Mehrfachschuss und Front... Oder, ne? Frontpfeil, Mehrfachschuss. Ist ja das, was es in Archero auch gab. Aber das ist auf jeden Fall interessantes... Oh, der jumpt. Dann haben wir noch ein Fischchen. Aber ich hätte gerne noch meinen... Okay, wie komme ich da dran? Gar nicht, oder? Von der anderen Seite wahrscheinlich. Von rechts kommt man irgendwo lang. Ah. Sneaky, sneaky. Noch ein bisschen Gold mit Logo. Let's go. Und dann schauen wir unsere Erfahrung mal. Und diese Pfeile haben wir ja in der Kiste gefunden. Okay, aber wir haben leider keine Map, wo wir sowas sehen könnten. Wo es hier Secrets gibt. Okay, hier muss irgendwas gewesen sein. Komme ich wieder zurück? Ah, ne, komme ich nicht mehr. Das hätte mich selber gekillt, also selber beschädigt. Mhm, aber hier ist noch etwas. Ach so. Geht das? Echt, ja? Ja, es geht tatsächlich. Dum, 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 dum. Ding, 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 ding. Kleine Tappelfüßchen. Ja, Doppelschuss ist aber mega gut, auch was haben wir da Schönes. Zurückschleudern, plus. Nice. Okay. Dum, 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 dum.
Okay, wir drücken den Gegner also weiter zurück. Ja. Wir haben auch gleich ein Level up. Wir haben 39% vom Waldpfad. Hier ist das Gestrüpp besonders dicht. Es könnte schwierig werden, den richtigen Pfad zu finden. Na gut. Dann suchen wir einfach mal alles, wa? Ah, okay, hier geht's nicht mehr runter. Nicht mehr hoch. Das heißt, wir laufen mal lieber den Weg lang, wo wir auch wieder rauf könnten. Nee, die Kiste will ich natürlich noch haben da hinten, ist ja klar. Die Kiste ist mein. Da geht's auch noch lang. Aber springen kann man hier nicht. Nee. Aber da war der Weg doch hier geheim, oder? Weil hier ist kein Gitter gewesen. Nee, doch. Hä? Hä? Ach Mist, ich hab was verpasst. Ein verlassener Tempel. Ich frage mich, ob ich da was Nützliches finde. Aber ich komme wieder zurück auf jeden Fall. Ach, easy. Mehr Pfeile. Was ist das andere? Bewegungsgeschwindigkeit, Zurückschleudern. Noch mehr Pfeile. Nee, noch. Funktioniert das? Wir gucken mal. Ja, ist so viel gestackt. Bewegungsgeschwindigkeit ist nicht ganz so geil. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber der Weg war schon mal gut gewesen. Kommen die Gegner wieder? Scheinbar nicht. So. Hier geht's nur lang, aber ich muss da oben hin. Das heißt, ich bräuchte eine Kiste hier, aber ich habe hier keine Kiste. Kann ich einen Stein? Ich kann noch keinen Stein bewegen. Und hier komme ich aber auch wieder lang, wenn es wäre möglich. Und springen kann man hier nicht. Na, wo muss es den Geheimweg geben? Schauen wir mal, ob wir vielleicht von hier wieder hinkommen, wenn wir auf der rechten Seite irgendwie wieder zurückkommen. Können wir drei Pfeile schleudern. Heftig. Drei Pfeile. Neuer Level. Da geht's auf jeden Fall lang. Was kann ich mit dem neuen Level machen? Da war aktuell noch nichts. Dum-dum-dum-dum. Nichts. Nothing. Na, wenn alle drei Pfeile treffen, ist das natürlich schon böse. Aua. Oh nein, mein Punktmultiplikator wurde zurückgesetzt, als ich getroffen wurde. No! Unfair. Sehr verdächtig. Oh, okay, wo geht's da lang? Hier oben ging es auf jeden Fall hauptmäßig lang, ne? Ja. Dann geht's hier links in einen geheimen Bereich. So viel, ich muss mich konzentrieren. Ja, easy. Spann dich. Wer Arthur gespielt hat, wird im Spiel auch keine großen Probleme haben. Dum, 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 dum. In der Art schon muss man deutlich mehr, deutlich schneller ausweichen. Aua. Mal 1,3. Gleich 1,4. Aber hier ist nicht der Hauptweg gewesen, ne? Da habe ich ja noch Geld verpasst. Wo ist nicht der Hauptweg? Der Hauptweg war doch woanders. Sehr merkwürdig. Noch eine Ruine. Okay, kann man also tatsächlich auch was verpassen? Das ist ja uncool. Das mag ich ja gar nicht. Gesundheit plus.
Und 18 GP haben wir gerade. Wieder Pfeile drin stecken in den Dingern. Jetzt haben wir zwei Bereiche wieder, nach oben und nach unten, nach links. Keine Ahnung, welcher Bereich immer richtig ist. Vielleicht müsste man sich das selbst kartografieren. Und schauen, welche Bereiche man noch nicht fertig hat. Ich glaube, vieles ist hier auch einfach ein kleiner Secret-Bereich mit zusätzlichen Punkten. Aber jetzt geht's. Das sieht auch nach Hauptweg aus. Ach Mann. Guck mal, die gehen mal sind halt wieder die roten Dinger. Das Geld. Auch noch mal Geld. Ich will dir zeigen, so haben wir, wo sie hinspringen. Nice. Nice, nice. Norik hat 15.000 Punkte. Wir haben natürlich wenig Münzen. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Ah, schade, mich hab treffen lassen. Neues Level. Aber es macht scheinbar nichts. Das ist ärgerlich. Im neuen Level kann ich mir keine neuen Skills holen. Das kriegst du wirklich nur aus Kisten raus oder halt von Gegnern. Sie haben den alten Bergfried befestigt. Mal sehen, ob ich einen Weg hineinfinde. Da sehe ich doch rechts, dass es schon lange lang geht. Kein Ding für mich. Hier geht's auch nochmal rechts lang. Ein Heiltrank. Na gut, den habe ich jetzt nicht gebraucht unbedingt. Reingesneakt. Okay. Hehe. Du fettes Monster. Feuerangriff plus, nice. Jetzt habe ich Feuerpfeile, die glaube ich ziemlich geil sind. Der Waldpfad geschafft. Easy going. 15.000 Punkte und wir haben auf jeden Fall mindestens eine Kiste geöffnet, eine Kettenrüstung, verringert Schaden durch Nahkampf, hilft aber nicht gegen Projektile. 26 Rüstung, Nahkampfschaden Reduktion 4. Und jetzt brauche ich ziemlich viele Punkte. Und für die ganzen Punkte habe ich hier nochmal mehr, also für die ganzen Skills nochmal mehr Punkte bekommen. Verlies durchgespielt plus 10%, 2000 nochmal. Ja, ich habe dann 91% nur fertig. War nicht alles gewesen. Helden aufwerten. Ach genau, ah ja, okay. Rüstungswert minus 3. Lol. Die beißende Klinge. Für 3,39 Euro. Aber was macht das Level up? Gar nichts. Nein, ich wollte switch, ich wollte scrollen. Komm schon. Ach, guck mal, hier wird kartografiert. Sehr nice. Und das kann ich auch währenddessen machen. Das ist natürlich nice. Das ist wirklich cool. Zurück zum Menü. Hier wird also kartografiert. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Wir werten unseren Helden auf. Natürlich der Schar ist das teuer. Ich habe keine Punkte. Ich brauche Punkte und Gold. What? Ist ja beschiss. Schwelende Höhlen. Der wird überschrieben. Wieso wird das denn gemacht? Wie schwer ist das denn? Warum kannst du nicht jeden Pfad lassen? Hä? Bach, das war ein riesiges Monster. Blablabla. Am Fuße eines Berges. Also hier wird kartografiert. Ah, da sehen wir zum Beispiel auch, wo es lang geht, ja? Ding, 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 ding. Habe ich beim letzten Mal vielleicht am Anfang gleich eine Kiste verpasst? Ah! Game ist gecrashed. Doch nicht. Brauchen wir 17 Damage. Ah, ich kann ihm gerne noch nicht so richtig vertrauen, glaube ich.
Ah! Oh, Schule, hä? Wir haben schon gar nicht gekillt. Der war auf einmal weg. Weg damit. Wird's da noch irgendwo lang? Nö. So viel Schaden machen wir nicht mehr. Ach komm schon, ernsthaft. Aha, aha. Und gleich einmal abgekreuzt nach rechts, abgebogen nach rechts. Wir kriegen eine Münze. Das ist ja weniger geil. So, hier werden wir mal kurz die Kiste dahin schieben. Ernsthaft? Schlecht, schlecht, schlecht. Wo geht's lang? Hier. Hm. Und je mehr Punkte, desto mehr Equipment bekommst du. Das ist eine coole Belohnung, muss ich sagen. Je besser deine Punkte, desto besser oder desto mehr kriegst du am Ende die Kisten. Was auch cool ist. Und einen Trank hier, einen ganz versteckten. Kann ich in die Lava fallen? Nein, kann ich nicht. Kannst du also wirklich nur auf den Bereich, wo du hinlaufen kannst. Bling, 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 bling. Ach komm schon, du Feigling. Ich hab den Boden gesehen. Also unter den Boden habe ich schauen können. Als er sich hergeportet hat. Aber. Mist. Der kleine Cheater. Jetzt geht's auch rechts lang. Rechts und nach oben. Das heißt, rechts ist also eher optional. Dass wir laufen nach rechts. Aua. Zwei! Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich habe noch drei Leben. Nice. Was passiert, wenn wir sterben? Das machen wir natürlich die Absicht. Blablabla. Tot. ...200 Gold wiederbeleben? Alles das, was ich in anderthalb Leveln gefühlt gemacht habe. Aber ich kriege jetzt nochmal 10.000 Punkte für die erste Kiste. Wir brauchen nochmal 10.000 Punkte für die erste Kiste. Nice, Schaden, na Logo. Mega fetter Damage. Ein Power-Up erhalten, nice. Gut, richtig gut. Ah, schwierig. Ich meine, jetzt habe ich 17 Schaden mehr, kann das sein? Machtwert. Helden aufwerten, aber ich könnte Punkte für. Ach, dafür brauche ich die Punkte, verstehe. Lass mich mal ganz kurz mich. Aber ich kann trotzdem nur wieder rein, ja? Okay, der überschreibt das nicht. Also ich kann dann wahrscheinlich, könnte ich bei dem anderen einfach vom letzten wieder zum ersten hinlaufen. Müsste ich jetzt nicht 34 Schaden machen? Ich mache tatsächlich 32 Damage, nice. Weil der Bogen einfach verbessert wurde. Sehr cool. Ja, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das war es auch gewesen mit Orange zu The Beaten Path. Sehr interessant, auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Aber irgendwas fehlt mir da noch so. Also man kriegt so wenig Skills, finde ich. Ja, man soll die Kiste finden. Und über Level Up kann ich leider nur, kriege ich leider nur diesen Punkt hier. Wo ich immer auf Schaden gehen würde. Und Angriffsgeschwindigkeit, Gesundheit aufgeschissen, kann man ausweichen. Was haben wir hier noch? Keine Ahnung, ist noch nicht freigeschaltet. Dafür Geld. Sänger der Wüstensand, trübe Seen und Hölle-Schwierigkeit. Albtraum-Schwierigkeit, ja, aber das ist alles. Wenn man dodgen kann, dann passt das schon. Ich glaube, wenn man Archo gewohnt ist, dann kriegt man das schon hin. Aber interessant, auf jeden Fall könnte ich hier jetzt, das finde ich cool. Ach guck mal, ja, wie ich gerade sagte, man kann einfach hier weitermachen. Das heißt, man kann also, wenn man es einmal durchgespielt hat, wieder zurücklaufen und gucken, was man vielleicht verpasst hat. Auch sehr nice. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir.
Okay. Gut, meine Freunde, danke fürs Zusehen. Wer die Beat and Path spielen möchte, gibt es im Google Play Store mindestens. Ich weiß nicht, ob es das im iOS Store gibt. Einfach mal danach suchen. Name spielt im Spieletitel oder im Titel des Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.